Und damit herzlich willkommen zu Bullies Ehrenrunde. Ja, ich weiß nur ein bisschen Teil von diesem Spiel. Es ist auch ziemlich älter, aber wir werden mal uns in die Zeit reinbegeben, dass wir eine Schulbank drücken und ich weiß gar nicht, dass wir uns irgendwie einen Rowdy darstellen sollen. Aber was genau drauf kommen wird, keine Ahnung. Ein altes Spiel von Rockstar und eine schöne Lady. Na, ja, mal gucken, wir warten einen Moment. Es lädt noch. Hab ein paar Voreinstellungen gemacht. Das heißt, es wird wohl etwas gleich laut sein. Genau an dieser Stelle jetzt, aber direkt auf die. St Ah, ist das laut! Wird Star Games präsentiert. Jimmy, please say something. James? What? Who are you? Mom, I thought you told me never to talk to strangers. Like I said before, Jimmy, please be nice to your new stepfather. Okay, rich guy. I love it that you're twice as old as my grandfather and you're fat and bald. That's enough! I've had it with you, you little brat! You've upset your mother. I've got half a mind to beat you. Half a mind is right. Suddenly he realizes. I can't believe you, you little monster. We'll deal with you when we get back from our honeymoon. Next year. Here we are, boy, Bullworth Academy. Have fun, Jimmy. I'll think of you from our cruise ship. Whatever. Willkommen im Bullworth. Ja, die Sounds waren gerade etwas lauter. Ich konnte die auch nicht am Anfang umstellen. Und gleich bei den Einstellungen schauen wir mal, was wir da gleich machen können. Aber da kommt erst eine kleine Vorgeschichte. Die habe ich mir reingezwiebelt, denn ich weiß, dass man bei den Voreinstellungen was machen kann. Aber wir warten noch, bis der Ladebildschirm ist. Und gerade in der Zwischenzeit haben wir auch gesehen, ein paar Klassenräume. Und hier sehen wir auch ein paar Lehrer ab und zu mal dabei huschen. Also freue ich mich auf diese Szene auf jeden Fall hier in das Spiel. Aber wir warten, was gleich hier nachabläuft. Mom, why'd you marry that phony? What is wrong with you? Oh, I can't believe this. You must be the Hopkins boy. Where'd you come from? We've been expecting you. Welcome to Bullworth Academy. Oh, I'm sure you'll be very happy here. Very happy indeed. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. The headmaster is expecting you, Hopkins, in his study. Okay. His study is over there, boy, in the main building. Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting. He's a brilliant man. Brilliant. Ah. Gefällt mir jetzt schon. Aber wie gesagt, älteres Spiel, ältere Grafik. Also erwartet nicht viel von der Grafik, aber was ich vom Spiel gehört habe, soll auf jeden Fall gut sein. So. Jo. Aber ich wollte erstmal hier Option. Jo, da. Die Musik machen wir ganz aus, die nervt. Hier brauchen wir auch nicht so viele. Machen wir drei. Und die Sprecherlautstärke. Machen wir mal vier. Stereo-Ausgabe brauchen wir Stereo. Können wir lassen, speichern. Weiß ich nicht. Inventar. 50 Taschengeld, 50 Dollar Taschengeld, okay. Und wir können. Achso, wir können die Maus doch noch benutzen, okay. Alles klaro. Gehe zum Büro des Vektors, was? Alter, lass mich in Ruhe. Kann man noch. Achso, so kann man schlagen. Ah, ich schau mal eben die Steuerung. Findlichkeit der Maus. Und da werden wir erstmal ein bisschen erhöhen. Oh.
Nummer 3. So, lenken mit der Maus aus, mit dem Fahrzeug machen wir Steuerkreuz. Karte, rein, raus, zoomen. Ach, okay. Rennen, springen. Rennen ist alt. Haben wir den anvisieren, ducken. Gerade gucken, was E ist. Vorne links. Ja, dann würde ich sagen, dass wir schlagen. Oder Rennen auf E machen. So, dann können wir nämlich auch rennen gleich. So, und jetzt habe ich natürlich meine Stoppuhr nicht gestartet. Boah, geht mir nicht auf den Sack. Tschüss. Das ist natürlich jetzt blöd. Das heißt, was ich jetzt starten werde, ist alles plus die Minuten. Ich werde alles so um die... Ach, R zum Öffnen, okay. Dann müssen wir es wieder mal wechseln. Lass wir R, E auf Öffnen nehmen, also für irgendwelche Sachen und Q benutzen oder schlagen als Q oder wo das geht eigentlich. Oder F für Fight nehmen. So. Dann starten wir mal jetzt die Stoppuhr. Oh, es dauert aber ein bisschen mit dem Laden. Aber wie gesagt, erstmal nochmal in der Steuerung rumfummeln. Da. Ja, okay, das ist eigentlich egal. Da können wir ruhig eher lassen. So, wir sollen jetzt hier zum Direktor gehen. Und die roten Punkte scheinen irgendwie Aufseher zu sein. Das heißt, es wird nicht lustig sein. Oh, okay. Die Empfindlichkeit auf 3 ist ein bisschen extrem für das Spiel. Obwohl ich schon V-Sync drin habe. Das heißt, die Grafik und der Verlauf ist ein bisschen besser. Da machen wir mal nur 1,8. Vielleicht kommen wir damit aus. Ja, da kommen wir. Aua! Wie gesagt, der deutsche Untertitel. Kerl, was eine super Grafik, dass sie sich super schnell aufbaut hier. Hello there, ma'am. Die baut sich ja richtig schnell auf, die Grafik, obwohl schon älter ist und die ganzen Einstellungen verdammt hoch sind. Ah, yes. So, you must be Hopkins. What? What? I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you. At making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. You keep that nose clean, boy, or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Yes, Headmaster. And I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve, Headmaster. Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Certainly, Headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. And boy, remember, you will have a clean nose. So keep it clean, or we'll clean it for you. Das hört sich auf jeden Fall interessant an, dass der mich gehörig auswaschen will sozusagen. Und jetzt werden wir erstmal durchgeführt, die ganzen Stunden noch super eingekleidet werden. Das heißt, wir werden bestimmt jetzt wie da aussehen. Mal gucken, was uns erwartet. Erstmal die ersten paar Minuten hier drin genießen im Spiel. Aber viele Ladebildschirme, muss ich sagen. Aber dass es die Grafik dennoch so hoch eingestellt hat, mal gucken. Vielleicht kriege ich irgendwie noch was hin, was sich noch machen lässt. Aber deutscher Untertitel, das heißt, das Spiel war sowieso auf rein Englisch. Und dann noch deutschen Untertitel konnte ich noch drunter patchen, das war möglich. Damit ich nicht alles für euch vorlesen muss, dann könnt ihr einmal durchlesen. Ist ja auch gar nicht das Problem, das zu machen. Und wir bekommen ja sowieso dann die Ziele auch meist vorgesagt, wo wir hingehen müssen, etc. Das heißt, der Spielverlauf wird auf jeden Fall gesichert sein, dass wir wissen, was wir tun müssen. Okay, aber die Ladebildschirme für das Spiel ist schon enorm.
Ja, Latter noch mehr. Ja, Latter noch mehr. Lädt, 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 lädt. Warum lädst du denn so lange? Auf jeden Fall werden wir sehr viel mit dem Laden zu tun haben. Wundert mich aber extrem. Obwohl eigentlich die CD findet. Ich habe es auch direkt installiert gehabt. Beziehungsweise ich habe das über Steam gekauft. War sehr billig, 2,50 oder so. Jetzt reicht's aber. Schnarch. Können Sie am besten gleich ein Buch hier schnappen und lesen? Das ist aber nervig. Ich würde eben sagen, ich unterbreche und sehen wir uns gleich nach der Ladefunktion wieder. Bis gleich.